Lyrikschule. Gedichte verstehen. Friedrich Hebbel, Winterlandschaft. Unendlich dehnt sich die weiße Fläche bis auf den letzten Hauch von Leben leer. Die muntern Pulse stockten längst die Bäche. Es regt sich selbst der kalte Wind nicht mehr. Der Rabe dort, im Berg von Schnee und Eis, erstarrt und hungrig, gräbt sich tief hinab. Und gräbt er nicht heraus den Bissen Speise, so gräbt er, glaub ich, sich hinein ins Grab. Die Sonne, einmal noch durch Wolken blitzend, wirft einen letzten Blick aufs öde Land. Doch gähnend auf dem Thron des Lebens sitzend, trotzt ihr der Tod im weißen Festgewand. Theodor Fontane, Alles still. Alles still. Es tanzt den reigen Mondenstrahl in Wald und Flur, und darüber thront das Schweigen und der Winterhimmel nur. Alles still, vergeblich lauschet man der Krähe heiserem Schrei. Keiner Fichte Wipfel rauschet und kein Bächlein summt vorbei. Alles still, die Dorfeshütten sind wie Gräber anzusehen, die von Schnee bedeckt inmitten eines weiten Friedhofs stehen. Alles still. Nichts hör ich klopfen, als mein Herz durch die Nacht heiße Tränen niedertropfen auf die kalte Winterpracht. Und damit herzlich willkommen zur letzten Folge Lyrikschule in diesem Jahr. Ich verabschiede mich jetzt erstmal in die Winterpause, komme aber irgendwann im Januar ganz sicher zurück. Den Abschluss mache ich heute an Heiligabend, nicht mit Weihnachtsgedichten, die hört man schon genug. Außerdem sind sie meist so volkstümlich simpel gestrickt, dass man sie auch ohne große Einhilfen versteht. Vielleicht nehme ich mich diesem Gebiet nächstes Jahr einmal an. Ich selbst bin kein christlicher Mensch, obwohl bei uns zu Weihnachten auch die Familie zusammenkommt und sich mit gegenseitiger Anwesenheit und kleinen Aufmerksamkeiten beschenkt. Wäre ich Christ, würde ich vielleicht anders auf diese Weihnachtstexte blicken. Aber mir geben all diese Hochrufe auf die Geburt des Heilands wenig, außer dass sie manchmal doch zu großer Literatur geführt haben. Aber dazu zähle ich eben nicht das lieber guter Weihnachtsmann, mit dem man kleine Kinder zum Ergötzen der Erwachsenen quält. Nein, ich habe mich heute lieber zwei Wintergedichten gewidmet und mein Blick aus dem Fenster zeigt mir heute, am 22.12., da ich diese Folge aufnehme, eine wunderschöne, verschneit frostige Aussicht. Allerdings ist die noch nicht so tief winterlich wie bei Friedrich Hebbel in seinem Gedicht Winterlandschaft. Nein, momentan ist der Winter in Deutschland nur als Vorhut zu sehen und wird in den nächsten Tagen wohl erstmal wieder wegtauen, bevor er im Januar oder Februar richtig einzieht. Jedenfalls, wenn wir wieder einen knackigen Winter wie letztes Jahr bekommen und nicht so einen lauwarmen, fast Frühling wie in den Jahren davor. Doch zurück zu Friedrich Hebbels Gedicht, das aus drei Strophen zu je vier Versen besteht. Es ist regelmäßig gebaut, klare Kreuzreimstruktur mit wechselnd weiblichen und männlichen Kadenzen. Nur in der zweiten Strophe eine kleine Abweichung beim Reim Eis und Speise, den der Dichter dann doch nicht nur für das Versmaß zu Speis runterbrechen wollte. Doch worum geht es in diesem Text? In der ersten Strophe beschreibt der Dichter eine Winterlandschaft, wie es der Titel ja bereits ankündigt. Sie ist gekennzeichnet durch Schnee,
der sich optisch bis zur Unendlichkeit auszudehnen scheint. Das ist gut nachvollziehbar, werden die Konturen doch durch das einheitliche Weiß immer mehr aufgelöst. Gerade dann, wenn der Himmel selbst noch strahlend hell ist oder es sogar schneit, sind die Flächen schwierig abgrenzbar. Schneeblindheit droht. Die Landschaft ist durch diese Decke leblos und still. Selbst die Bäche, die metaphorisch als muntere Pulse bezeichnet werden, sind zugefroren. Alles erscheint wie erstarrt und tot. Dass die Landschaft selbst hier anthropomorphisiert wird, das heißt, dass ihr menschliche Qualitäten zugesprochen werden, findet man in der Naturbeschreibung öfter. Die Vermenschlichung ergibt sich daraus, dass die Pulsbahnen stocken. Und wenn der Puls stockt, assoziieren wir das mit Krankheit oder Tod. Dieses Bild wird dann in der zweiten Strophe aufgenommen. Ein Rabe scheint nun das einzige Lebendige im Umfeld zu sein und gerät dadurch in den Fokus des Betrachters. Er ist selbst fast ebenso erstarrt wie die Landschaft um ihn und er gräbt sich mit letzter Kraft in Schnee und Eis hinein, weil er dort noch etwas Essbares vermutet, das ihn vielleicht retten könnte. Denn er ist offensichtlich kurz davor zu verhungern. Gleichzeitig ist diese letzte Hoffnung mit der Gefahr des Erfrierens verbunden. Dreimal wird das Verb gräbt wiederholt und endet letztlich mit dem letzten Vers der Strophe beim Grab. Das Todesmotiv wird konkreter. Winter und Lebensende werden eng parallel geführt. Wir können schon erahnen, dass sich auch in der dritten Strophe das nicht ändert. Auch hier gibt es ein letztes hoffnungsvolles Aufbäumen gegen die Allmacht des Winters. Die Sonne zeigt sich kurz, aber es ist nur ein letztes Blitzen. Dies kann jedoch dem Tod nur ein müdes Gähnen abbringen. Er sitzt auf dem Thron des Lebens unangefochten. Das Gedicht zeichnet also ein düsteres Gemälde vom Winter. Da ist nichts von Schneeromantik, im Gegenteil. Der Schnee, die Kälte werden als lebensfeindlich und todbringend charakterisiert. Das Gedicht wird nicht direkt auf den Menschen bezogen, jedoch liegt es trotzdem nahe, das zum Abschluss einmal zu tun. Es ist ja eine gängige Konvention, Lebensalter und Jahreszeiten in eine Parallele zu bringen. Der Mensch in seiner Jugend bewegt sich im Frühling, sein Sommer ist seine vielleicht beste Hochzeit. Im Herbst kündigt sich das Ende an, das ihn im Winter erwartet. Und genau dieses trostlose Ende zeigt Hebbel uns hier. Und da ist nur minimal Tröstliches zu sehen, jedenfalls nichts von weihnachtlicher Hoffnung. Und eine ähnliche Kerbe schlägt auch Fontanes kleines Gedicht Alles still, das eben diesen Titel zu Beginn jeder Strophe wiederholt. Auch hier haben wir ganz ähnliche Elemente wie bei Hebbel, seinem Zeitgenossen. Da ist die Ruhe, das winterliche Landschaftsbild und sogar eine Krähe, ganz ähnlich zu Hebbels Raben. Es ist übrigens ein Motiv, das in sehr vielen Texten vorkommt. Rabe und Krähe sind ein Inbegriff für die Trostlosigkeit und Vorboten des Todes. Besonders deutlich wird das etwa in Nietzsches Gedicht Vereinsamt, in dem es wiederholt heißt, die Krähen schreien und fliegen schwirren flugs zur Stadt. Bald wird es schneien, weh dem, der jetzt nicht Heimat hat. Man könnte diesen Text ohne weiteres zu den hier behandelten dazunehmen. Aber belassen wir es zunächst bei Fontane, denn der hat noch weitere Ähnlichkeiten zu Hebbel. Neben Stille, Winterlandschaft, vereistem Bach und Todesvogel tauchen auch hier Gräber auf. Allerdings diesmal deutlicher auf den Menschen hinweisend. Dessen Hütten erscheinen wie Grabhügel und ein Friedhof. Ein Vorbote der Vergänglichkeit allen Seins. Das mutet fast barock an. Und doch unterscheidet sich Fontane von Hebbel insofern, dass seine Betrachtung auch etwas romantisch angehaucht ist. Für ihn ist die Winterlandschaft nicht nur das öde Land, wie bei Hebbel, sondern auch eine Winterpracht, die das lyrische Ich emotional berührt und keinesfalls ganz kalt lässt. Nein,
Im Kontrast zur Kälte tropfen seine Tränen heiß. Er ist sich des Lebens in ihm durchaus bewusst. Warum er weint, bleibt indes offen. Vielleicht, weil er erkennt, dass alles vergeht. Vielleicht, weil ihn diese stille Landschaft so anrührt. Vielleicht, weil er allein ist und niemanden hat, der die Stille durchbricht. Vielleicht, weil er wie in Nietzsches Gedicht ohne Heimat ist. Wir wissen es nicht und können nur mutmaßen. An dieser Stelle möchte ich aber noch genauer auf das wiederkehrende Motiv der Stille zu sprechen kommen. Das zieht sich ja durch alle möglichen Winter- und übrigens auch Weihnachtstexte. Warum ist der Winter eigentlich so still? Sicher, es sind weniger Menschen unterwegs und die Tiere sind auch weniger aktiv. Vögel singen kaum noch, wenn überhaupt. Die Lebensfeindlichkeit der Außenwelt zwingt uns dazu, uns nach innen zu begeben oder gleich Winterschlaf zu halten. Aber es hat auch noch einen physikalischen Grund, weshalb es im Winter tatsächlich stiller ist. Wenn Schnee gefallen ist, wirkt er wie ein Schallschlucker, der Geräusche nicht reflektiert, sondern verstärkt absorbiert. Geräusche erscheinen uns dadurch viel gedämpfter. Wenn es schneit, wird dieser Effekt verstärkt, da der Schall dann auch in der Luft weniger gut trägt. Fontane und Hebbel beschreiben hier also nichts, was nur ein literarischer Topos ist, der sich verselbstständigt hat, sondern sie treffen damit eine physikalische Realität. Damit es nun aber nicht nur bei diesen ganz kalten, trost- und hoffnungslosen Texten bleibt, lese ich zum Abschluss einen, der zumindest den Blick ins neue Jahr und zum neuen Frühling wagt. Ich für meinen Teil gehöre zu den Menschen, die genau solche Texte im Winter dringend brauchen. Denn meine Jahreszeit ist das nicht. Ich bin und bleibe ein Sommerkind, bin im Juli geboren und neige stets zum Frösteln. Deshalb nun zum Abschluss noch Johann von Eichendorff, Winternacht. Verschneit liegt rings die ganze Welt. Ich hab nichts, was mich freut. Verlassen steht der Baum im Feld, hat längst sein Laub verstreut. Der Wind nur geht bei stiller Nacht und rüttelt an dem Baume. Da rührt er seinen Wipfel sacht und redet wie im Traume. Er träumt von künft'ger Frühlingszeit, von Grün und Quellenrauschen, wo er im neuen Blütenkleid zu Gottes Lob wird rauschen. Damit bin ich am Ende für diese heutige Folge. Ich wünsche allen meinen ZuhörerInnen, für die, die es betrifft, ein gesegnetes Weihnachtsfest und allen anderen eine erholsame Zeit und einen dann hoffentlich guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund und mir gewogen. Und ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.